Gerade drei Neuheiten darf ich euch heute vorstellen. Und zwar ist das neue Topmodell aus der APS-C-Sensorklasse Sony Alpha 6700. Dann haben wir ein kompaktes 70200 4.0G OSS 2 mit Makrofunktion und ein 8-in-1-Mikrofon für alle Fälle, das ECM M1. Ich starte gerne mit der Sony Alpha 6700, dem neuen APS-C-Body, der das Top-Modell eigentlich aus dieser APS-C-Line jetzt darstellt, wo sehr viel von den Top-Kameras geerbt hat. Also wir haben sehr viele Features drin, wo man bei weit grösseren Kameras, Vollformat-Kameras oder einfach Top-Modell verbaut hat. Wir haben hier einen 26 Millionen Bildpunkt BSI-Bildsensor, wo man zwar nur 2 Millionen Bildpunkte mehr Auflösung hat als noch die Alpha 6600, aber wir haben sicher mehr Dynamikumfang und auch weniger Bildrauschen, weil es die neue BSI-Technologie nutzt. Dann haben wir einen Bildprozessor von Sony, der Bionz XR. Also das ist auch das neuere Modell, das sie auch in den Top-Modellen verbauen haben, wo auch eine ZVE-1, zum Beispiel die Vlogging-Kamera, die Vollformat-Kamera drin hat. Gleich noch von der geerbt ist der bessere Weissabgleich, also akkurater, schneller und auch die Belichtungsmessung, die viel schneller und akkurater arbeiten kann. Das kann ich fürs Filmen je nachdem natürlich auch noch anpassen, wie schnell soll es von hell zu dunkel wechseln. Aber wenn ich will, kann es sehr schnell und sehr präzise auch unterscheiden, dass eben zum Beispiel jetzt etwas, wo vielleicht hell drinnen ist, aber nicht Zwischen eigentlich ist, dann tut es dann auch entsprechend nicht ganz so stark korrigieren, wie das vielleicht bei früheren Modellen war. Also es tut die Bildanalyse viel besser machen. In Sachen Autofokus bei, ist schon etwas gegangen. Wir haben 759 Felder, Phasendetektionsmessfelder und nur noch 25 Kontrastmessfelder. Das ist sicher die richtige Entscheidung. Die Phasendetektion bringt so präzisere, aber auch sehr schnelle, gute Ergebnisse. Vor Geschwindigkeit, Bezug auf Autofokus und Frames pro Sekunde, kann ich genau gleich 11 Bilder pro Sekunde erwarten. Also sehr schnell, aber das ist jetzt auch nicht irgendwie schneller geworden als noch beim Vorgängermodell 6600. Was aber sicher klar besser ist, wir haben den Real-Time Recognition AF, also er tut automatisch die Position von Personen erkennen, unterscheiden zwischen Kopf und allem, Armen und so weiter und kann so viel besser eigentlich eine Bewegung feststellen und auch entsprechend Korrekturen vornehmen. Das auch mit AI-Unterstützung. Die Einheit kann das entsprechend besser mit der Intelligenz korrigieren und erkennen. Dann der Filmmodus. Wir haben hier 4K 60p respektive 120p möglich. Beim Vorgängermodell war es nur 4K 30p. Dann haben wir eine Low-and-Quick-Funktion, die bei Full HD bis 240 Frames pro Sekunde geht. Im Vorgänger waren es noch 120 Frames pro Sekunde. Also da kommt dort eine Verdoppelung. Dann haben wir neu, nebst S-Log, S-Log 3, haben wir auch LUTs. Also es geht viel weiter als noch die Alpha 6600 können. Wir haben nämlich S-Cinetone, wir haben das Hyperlock-Gamma drin und kann entsprechend mehr Einstellungen dort zusätzlich noch vornehmen. Dann haben wir genau gleich wie der Vorgänger schon Mikrofon Buchse mit Jack und eine Kopfhörer-Ausgangsbuchse mit O-Jack zusätzlich zum MI-Anschluss, der hier oben drauf ist. Also das ist hier der MI-Anschluss, wo ich ein Mikrofon, das die Kontakt hat, entsprechend kann nutzen, kabellos eine Verbindung eigentlich möglich ist. Und mit dem neuen Modell ist das eine rein digitale Verbindung. Das heisst, ich kann bei diesem Mikrofon umschalten zwischen analog und digital. Analog heisst, man tut die Übertragung nachher von diesem Mikrofon analog auf die Kamera machen und da hat man dann den digitalen Wandler drin. Jetzt ist es aber so bei 6700, dass die das versteht als reinen digitalen Stream. Das heisst, ich habe den analog-digitalen Wandler hier drin und kann dann direkt digital durch, was natürlich der viel bessere Signalweg ist. Dann haben wir
Ich habe auf der Seite noch schnell zum zeigen, die Mikrofonbuchse und hier unten Kopfhörerbuchse. Zusätzlich haben wir einen HDMI-Anschluss und einen USB-C-Anschluss, den ich auch zum Laden brauchen kann. SD-Karten-Slot für SDXC-Typ-2-Karten entsprechend, die sinnvoll sind für die schnellen Frameraten, muss ich eine V90-Karte sicher verwenden. Die Kamera arbeitet wie schon die 6600 mit den Z-Batterien, also den grossen Akkus. Dadurch das hat man auch sehr guten Griff verbauen. Das Display ist schwenkbar, auch gegen vorne. Das heisst, ich kann gut auch im Selfie-Modus für Vlogging das so nutzen. Was neu ist, ist, dass wir eigentlich ein Touch-Icon-Bedienfeld haben. Ich kann das vielleicht schnell zeigen. Wir können eigentlich Darstellungen so machen, dass ich hier das Bedienfeld habe und so zum Beispiel kann die Kamera starten und stoppen. Das ist vor allem auch gäbig, wenn ich natürlich nachher so mich filme, dann sehe ich auch, was der Status ist und kann auch die wichtigsten Funktionen hier entsprechend umschalten. Etwas, was ich noch nicht gezeigt habe, schnell, ich muss umschalten, ist, hat neu eigentlich hier mit dem Daumen viel bessere Kontrolle zwischen Fotografieren, Filmen, Slow und Quick. Alles stelle ich eigentlich mit dem Daumen ein, habe sehr, sehr schnelle Bedienung. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Touch-Funktion nicht möchte, dann kann ich das nach wie vor über das Menü umschalten und zwar den Berührungsmodus entsprechend auf Ausschalten und dann habe ich eine sehr klassische Darstellung auf dem Display, wenn mich das entsprechend irritiert. Insgesamt finde ich eine sehr gelungene Kamera, die gute Lösung ist für alle anderen, die eben sehr viel Gewicht aufs Fotografieren legen. Mit 26 Millionen Bildpunkten habe ich einfach mehr Reserven. Es ist Preis-Leistung natürlich sehr spannend. Meine, der Body ist um die 1600 Franken am Start und ist sehr attraktiv. Es gibt verschiedene Sätze. Wir haben die entsprechend online aufgeschaltet. Müsst ihr sicher auch schnell schauen, was dort der aktuelle Preis näher ist. Fürs Vloggen sehr spannend, weil wir alle Features noch drin, was die jetzig aktuellen Vlogging-Kameras haben. Aber es ist nicht eine abgespeckte Kamera in dem Sinn, dass man zum Teil bei den Vlogging-Kameras Sachen ein bisschen weglässt oder einfach ein bisschen aufgeräumter hat. Man hat die Sachen alle direkt griffbereit, also aufgeräumt kann Vor- und Nachteile, aber ich finde, hier ist es einfach sehr schnell griffbereit. Und darum, von mir aus eine super Allround-Kamera für Content-Creator aller Art. Dann würde ich gerne Sony FE7200 F4 GOSS 2 vorstellen. Das neue, sehr kompakte, zweite Generation 7200 Blende 4 ist anders konzipiert. Das heisst, wir haben ein Objektiv Ausfahrt beim Zoomen. Dadurch ist es wesentlich kompakter in den Abmessungen als noch der Vorgänger. Und sie haben es optisch extrem viel besser hergebracht. Also das Vorgängerobjektiv war nicht bekannt für sehr gute Randbildschärfe. Das hat man hier wirklich massiv verbessert. Das ist extrem scharf, das Objektiv. Also nicht nur im Zentrum, sondern wirklich auch bis Rand raus. Viel, viel schöneres Bokeh haben sie können dem Objektiv schenken. Es ist wirklich sehr ein sehr gefälliges Bild. Wenn ich auf Blende 4 gehe, habe ich eine sehr schöne Unschärfe. Klar, ein 2.8er bietet dort noch ein paar Vorteile, aber halt natürlich nicht in dieser Größe und auch nicht zu diesem Preis. Was ich aber vor allem sehr, sehr spannend finde und was jetzt wirklich, als ich am Wochenende das habe testen, mir sehr, sehr gefallen hat und mich sehr überzeugt hat, ist die neue Makrofunktion. Das Objektiv hat eine Makrofunktion, die ich eigentlich ohne etwas Maßstab 1 zu 2 herbringe und das mit einem Tele. Das heisst, ich kann ein bisschen Distanz haben zum Objekt und lässt natürlich sehr viel spannendere Aufnahmen zu, als mit einem normalen Objektiv, das die Makrofunktion nicht hat. Das heisst, mit einem Tele habe ich immer eine gewisse Distanz zwischen normalerweise mit einem 70-200er gehabt. Also habe gar nicht so nah ans Objekt her können. Ich finde, man kann hier so weit gehen, dass wenn man zum Beispiel überlegen ist, okay, jetzt habe ich ein Standardobjektiv, was ist das Nächste? Nehme ich ein Tele oder nehme ich ein Makro? Ich finde, das könnte die Lösung sein, weil für ganz viele Sachen muss ich nicht 1 zu 1 Maßstab haben, sondern es reicht mir 1 zu 2.
Was ich aber hier kann, ich kann hier den Telekonverter verwenden, den Zweifach-Telekonverter von Sony, wo ich nachher effektiv 1:1 Abbildungsmaßstab herbringe. Also ich hätte eigentlich dann sogar die Möglichkeit, nebst dem, dass ich 400 mm herbringe, auch einen Maßstab von 1:1. Was ich dort einfach muss berücksichtigen muss, ist natürlich schnellere Verschlusszeiten brauchen, wegen dem Verwackeln. Andererseits muss man sagen, der Bildstabilisator ist sehr, sehr gut, der verbauen ist. Kombiniert mit dem Stabi, den die Kamera noch hat, kann ich sehr lange Verschlusszeiten haben. Also ich habe dort sehr, sehr viele Möglichkeiten. Wenn wir schnell auf der Seite anschauen, die Bedienungen, die man hat, also die verschiedenen Funktionen, der Autofokus, Manuellfokus, den ich umschalten kann, dann habe ich die Möglichkeit, mit dem Direct Manuell Fokus eigentlich immer einzugreifen. Das kann ich dann hier sagen on oder off, dass es nicht die ganze Zeit aktiv sein soll. Zusätzlich kann ich die AF-Tasten auch hier drauf, wo man je nachdem auch noch umprogrammieren kann. Und das ist eben jetzt hier der normale Full-Modus, wo ich eigentlich vom Makro bis auf unendlich gehe. Oder dann haben wir den unendlich bis 3 Meter oder den Makromodus, der wirklich nur für einen Nahbereich ist entsprechend. Bildstabilisator kann ich ausschalten und in drei verschiedenen Modis, je nachdem, ob ich Sport zum Nachziehen oder eher statische Aufnahmen mache. Die Sonnenblende selbstverständlich ist auch dabei. Dann wird es natürlich schon etwas grösser. Aber ich kann die auch entsprechend so versorgen. Um es noch kleiner zu machen, kann ich die Schellen hier auch abnehmen. Ich kann die abschrauben und nachher so lösen. Und dann finde ich, hat man extrem eine handliche kleine Lösung dabei. Vor allem kann man unter Umständen vielleicht das Makroobjektiv daheim lassen, weil ich sehr, sehr viel bereits mit dem abdecken kann. Wie gut das geht, zeige ich gerne schnell ein paar Bilder, die ich durfte machen. An einem schönen Sommertag im Garten bin ich auf Insekten gegangen. Dann zeige ich das gerne hier schnell. Voilà, da haben wir eine gelungene Schnur. Ich habe die Aufnahme mit einer Alpha 7 Mark IV gemacht. Also rund etwas über 30 Millionen Bildpunkte, 33 Millionen. Wir sehen hier, die Bildschärfe ist wirklich sehr, sehr gut. Im Makromodus, noch nicht im Maximum dran, aber schon sehr nah dran. Ein bisschen abblendet auf Blende 7,1. Dann hier von offen, Blende 4, da sehen wir sehr schön, wie das Bokeh im Hintergrund, ich finde, mega schön sich auflöst. Man hat da so ein bisschen. Es gibt so runde Teller, aber mega schön. Also es ist wirklich dreamy. Und das Viechli habe ich nicht ganz verwünscht, aber man sieht hier eigentlich, die Bildschärfe ist echt gewaltig. Also man hat auch wirklich den Rost, der sehr schön scharf aufgelöst ist. Da habe ich etwas mehr abblendet. Das ist nicht Blende 4, das ist jetzt wieder Blende 8. Eine Pflanze, die ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe, was es ist. Das ist meine Frau, die die Gartenwelt rund ums Haus macht. Aber ich finde es mega schön, wie die Details entsprechend vorkommen. Das Objektiv ist wirklich extrem scharf. Dann ist mir hier noch ein schöner Schnappschuss gelungen beim Nektarsaufen von dieser auf dem Tierli. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was es für ein Falter ist. Aber die Bildschärfe ist wirklich genial. Da habe ich auf Blende 9 zugetan. Weil sonst habe ich wirklich das Problem, dass ich die Bildschärfe nicht ganz auf beide Flügel gebracht hätte. Aber es klingt eben extrem schnell ein sehr guter Schnappschuss. Einfach so im Garten mit dem 70-200. Ich war fast immer auf 200 mm. Also da 200 mm. Man sieht da die Unschärfe ein bisschen unruhiger, weil ich auch hier mit Blende 9 gearbeitet habe, dass ich eine kleine Bildschärfe habe. Die Fühler sind schon nicht ganz auf dem gleichen, aber da schaut der Rüssel, sieht das wunderbar, dass ich mich nicht noch hier gespiegelt sehe. Aber es ist wirklich von der Auflösung her echt gewaltig. Auch die feinen Härli auf der Pflanze, sogar scharf sind. Sehr, sehr cool. Es ist irgendeine Mucke noch verwünscht. Die ist nicht mega gross, sie ist etwas grösser als eine normale Mucke. Ich weiss auch da nicht genau, was es ist. Es ist nicht so meine Welt.
Tier- und Pflanzenwelt, sorry. Denn das ist mehr meine Welt, das Kreieren von Sachen, Licht. Da haben wir einen LED-Faden im Detail. Auch hier finde ich sehr schön, wie schnell und schön, dass sich das dann da im Hintergrund auflöst. Finde ich mega toll, die Unschärfe, die es generiert. Da auch die Fokussierung wirklich einfach nur auf den Holzspan. Da ist schon eine höhere ISO-Empfindlichkeit von bis um die 12.800 gewesen. Es war nicht so hell gewesen in der Werkstatt. Schöne Details. Und der Hintergrund, also meine, das ist ein Puff hinten dran eigentlich. Und ich habe das Sagi-Blatt vor Bandsagi fotografiert und von diesem Puff sieht man eigentlich nicht mehr. Es ist wirklich mega toll. So, das wäre es zum Objektiv gewesen. Grössenordnung um die 2000 Franken. Preis-Leistung finde ich, gerade vor allem, wenn man bedenkt, die Makrofunktion, die es hat, absolut in Ordnung. Ich habe jetzt nicht normale Teleshots gemacht und so, weil es performt dort einfach sehr, sehr gut. Und auch der Autofokus ist sehr, sehr schnell. Aber was ich jetzt vor allem habe, wollte zeigen, ist, wie schön das Bokeh ist und eben auch, wie toll die Makrofunktion ist. Weil das ist eigentlich das, was das Objektiv klar abhebt vor ganz vielen anderen. Und darum eigentlich sehr eine gute, gelungene Wahl ist für ein kleines Sortiment. Also wenn jetzt ein Standard Brennweite, sagen wir jetzt zum Beispiel ein Standard Zoom habe, das hier als Ergänzung oben drauf packen, dann habe ich schon sehr, sehr viel mit dabei. Vollformat, natürlich auch auf APS-C nutzbar, halt einfach dann mit dem Brennweitenverlängerungsfaktor von 1,5, aber es ist Vollformat bis an Rand raus scharf, das haben wir jetzt gesehen, weil ich das mit der A7 Mark IV fotografiert habe. So, dann komme ich noch zum letzten Objekt von dieser Neuheitenrunde, wo da Sony entsprechend auf den Markt bringt. Das ist das ECM M1, ein 8-in-1 Mikrofon, das für möglichst viele verschiedene Anwendungen eine Lösung bieten soll. 8 verschiedene Richtcharakteristiken. Je nach Situation kann ich da entsprechend das alles anpassen und den Ton so optimal wie nur irgendwie möglich aufzeichnen. Sehr handlich, sehr leicht. Es ist gemacht für direkt kabellos auf einer Kamera eingesetzt zu werden. Das heisst, man muss den MI-Schuh entsprechend haben. Also jede Kamera fast, die jetzt aktuell auf dem Markt ist, von Sony eigentlich hat den. Die neuesten Modelle haben den aber auch in einer digitalen Form. Also es wird das Signal dann entsprechend gerade digital übermittelt. Für das kann ich hier auf der Seite umschalten zwischen analog und digital. Das heisst, jetzt bei einer 6700er kann ich das Signal digital übertragen. Also ich habe da entsprechend nicht mehr einen analogen Übertragungsweg zur Kamera, sondern rein digital. Dadurch weniger Rauschen, weniger Störgeräusche. Wenn ich eine ältere Kamera habe, der mir Schuh zwar bietet, kann ich aber zum Beispiel auch noch auf analog umschalten und dann habe ich auch so die Möglichkeit, das Mikrofon entsprechend zu nutzen. Dann sehen wir hier hinten drauf die verschiedenen Richtcharakteristiken. Fangen wir bei den Mono-Richtcharakteristiken an. Und zwar ist die erste eigentlich die Ultra-Directional, also sehr, sehr stark gerichtet, wie ein Richtmikrofon. Sicher nicht wie ein richtig gutes, stark gerichtetes Richtmikrofon von der Empfindlichkeit her, aber es zeichnet links und rechts entsprechend eigentlich nicht wirklich viel auf. Die Beamforming-Technologie mit den vier Mikrofonen kann je nachdem, wie die Mischung, die Audiomischung ist, entsprechend genutzt werden. Und so habe ich zum Beispiel im Super Directional habe ich, immer noch stark vorgerichtet, aber es braucht natürlich entsprechend schon die Kapsel auf der Seite mit dazu. Im Unidirectional stärker, also man hat dann entsprechend die hier auch schon wieder noch mehr mit in der Mischung drin, dass es eigentlich weniger stark gerichtete Charakteristik gibt. Dann haben wir den Omnidirectional Modus, wo alle vier Kapseln gleich gewichtet werden und das entsprechend rundum
gut aufzeichnet. Ideal ist zum Beispiel, wenn ich in einer Situation zum Beispiel viele Leute habe, die irgendetwas sagen und ich vielleicht ein bisschen hinten hinken beim Filmen, weil vielleicht auch jemand mal von hinten entsprechend reinredet, kann ich darauf gehen, dass der Ton gleich gut aufgezeichnet wird, auch wenn ich mit dem Bild noch nicht nachmache. Dann haben wir im Weiteren den Modus Super Directional Rear, also wo es echt hinten raus aufzeichnet. Genau gleich wie der voraus. Ideal, wenn ich natürlich etwas erzählen will, während ich filme, aber nicht unbedingt noch jemanden vor der Kamera habe, der etwas redet. Dann der Interview-Modus, wo ich die Möglichkeit habe, Fragen entsprechend zu stellen, aber ich nicht auf das Bild muss, also eine Off-Stimme, kann ich direkt während dem Interview so aufzeichnen, dass ich eigentlich klar und deutlich zu hören bin, aber auch die Front, also Person vor der Kamera super aufzeichnet. Dann gibt es beides kombiniert noch mit Links-Rechts-Splittung. Also, wir haben den Vorderkanal auf dem linken Kanal aufzeichnet und den hinteren Kanal auf dem rechten Kanal aufzeichnet. Da habe ich die Möglichkeit, nachher die Mischung zwischen Vor- und Hinter auch noch super zu machen. Das ist natürlich der beste Modus, ich sage, für ein Interview aufzuzeichnen. Wenn ich ein bisschen näher bei der Kamera bin, ist das normalerweise so, dass das lauter ist als die Person, die vielleicht vor der Kamera ist. Und so kann ich es entsprechend ausgleichen. Dann haben wir noch den einzigen Stereo-Modus, wo ich wirklich eigentlich eine räumliche Abbildung machen kann in Sachen Ton, wo es links und rechts entsprechend Stereo aufzeichnet, für realistische Ambi-Tonaufnahmen oder Musikaufnahmen. Je nachdem. Dann haben wir hier den Audio-Level, wo ich kann sagen, soll es automatisch oder manuell machen. Ich empfehle immer manuell, weil sonst habe ich oft mal das Auf und Ab, was im Automatikmodus gibt, je nachdem, ob ich Signal habe oder nicht. Dann für das Manuelle habe ich hier nachher die Möglichkeit, den Pegel zu korrigieren. Wichtig, wenn ich manuell arbeite, mit dem Kopfhörer immer entsprechend hören, ob der Ton noch gut ist, ob ich gut auspegle. Der höre ich auch sofort, wenn es entsprechend verzerrt. Klar, ich habe noch Anzeige in der Kamera, was man natürlich noch zeigt. Das hilft auch, aber am besten ist es immer, wenn ich es entsprechend noch gerade höre. Dann haben wir hier noch Filter, den ich setzen kann. Entweder ausgeschaltet oder Low-Cut-Filter, wo ich den Bassanteil stark minimiert. Oder Noise-Cut-Filter, NC, wo ich wirklich die Möglichkeit habe, das Rauschen entsprechend digital zu verarbeiten. Dann haben wir noch verschiedene Dämpfungsstufen, wo ich das Mikrofon die Empfindlichkeit auch noch anpassen kann, am Gerät selber, zusätzlich natürlich die Kamera innen auch noch. Alles in allem sehr eine kompakte Lösung, sehr handlich, kommt auch mit einem kleinen Deadcat oder einem kleinen flauschige Windschutzlösung, die ich hier oben drüber stülpen kann. Und das natürlich die Möglichkeit haben, auch wenn es windet, entsprechend gute Tonaufnahmen zu machen. Preislich sind wir hier bei 390 Franken Grössenordnung. Dadurch, dass ich so viele Möglichkeiten habe, absolut ironisch, weil es ist ein Mic, das ich noch brauche, für verschiedene Lösungen abzudecken. Klar ist ein Lavalier-Mikrofon, das näher beim Protagonist, bei der Protagonistin ist, wenn ich das Interview aufzeichne, in Regel besser. Oder Tonangeln, wo ich wirklich entsprechend den Ton nachgehe mit einem sehr, sehr guten Mikrofon aufzeichnen, ist auch die bessere Lösung. Was aber hier cool ist, das ist so die Allround-Lösung. Ich kann den Ton in fast jeder Situation recht gut aufzeichnen. Das ist vielleicht nicht das Beste, was man machen kann, aber es ist auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und ich habe mit einem Mikrofon für alle denklichen Varianten eine Lösung am Start. Die Neuheit, die wir jetzt da heute dürfen vorstellen, sind alle im Juli bereits erhältlich. Wir werden zum Beispiel jetzt gerade das Tele auch im Zoomirent haben. Das wird man dort können testen. Wir werden auch die Alpha 6700 im Zoomirent haben zum Testen. Und wir werden auch das Mikrofon im Zoomirent haben zum Testen. Also wer etwas zuerst ausprobieren will und dann entsprechend kaufen will, wird bis zu 4 Tagessätze angerechnet. Danke vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.